Werner Bergengrün, der Sandarzt. Dipplinger studierte die Heilkunde, hatte Schulden und fand kein Ende. Man weiß, wie das geht. Sein Vater, der eine Ökonomie bei Ingolstadt besaß, drang auf Abschluss der Studien. Die Armee wurde auf Kriegsfuß gesetzt, um gegen Russland zu marschieren, weil König Max Josef mit dem französischen Kaiser im Bündnis war. Dipplinger ließ sich gleich anderen Studenten als Unterarzt einreihen und hatte das Unglück, in Gefangenschaft zu kommen. Allein über Glück und Unglück sollen wir nicht zu geschwind urteilen. Dipplinger hatte Fähnrichsrang. Bei den Russen ist der Fähnrich bekanntlich ein Offizier. Dipplinger wurde als Offizier behandelt. Man nahm ihm sein Ehrenwort ab und wies ihm die Kreisstadt Berjuchow zum Aufenthalt an. Er musste sehr viele Tage reisen, um sie zu erreichen. Man braucht die Kreisstadt Berjuchow nicht zu beschreiben. Sie gleicht zahllosen anderen Kreisstädten auf das Genaueste. Und zu beschreiben braucht man eigentlich auch Dipplinger nicht. Ein jeder hat seinesgleichen kennengelernt. Allenfalls wäre von Berjuchow zu sagen, dass es dort unter vielen niedrigen Häuserchen auch ein vierstöckiges Holzhaus gab, an der Westseite des Marktplatzes und dem Gebäude der Kreisverwaltung gegenüber. Es war vor langen Jahren aus einer wunderlichen Laune errichtet worden, und der Propst hatte damals gesagt, mit dem babylonischen Turmbau habe alle menschliche Hoffart begonnen. Später wurde es zum Mietshaus. Es war nicht sehr beliebt, denn wer macht sich gern die Mühe des Treppensteigens? Und so wohnten keine ansehnlichen Leute darin, und umso weniger, je weiter es nach oben ging. Im vierten Stock lebte die Witwe eines Kollegienregistrators, und bei ihr nahm Dipplinger eine Stube zur Miete. Auch er, der schon ein wenig zur Fülle neigte, liebte es nicht, Treppen zu steigen und beklagte das Unglück seiner Gefangenschaft. Indessen nicht übermäßig, denn er hatte es ja in Berjuchow behaglicher als beim Regiment. Die Witwe war mit ihm zufrieden, er verhielt sich ruhig und beschädigte nichts. Sein Vorwohner war ihr mit 2 Monatsmieten davongegangen, und da hatte sie gemeint, bei einem Gefangenen habe man seine Sicherheit. Doch enttäuschte es sie, dass er ungefesselt blieb. Übrigens war es ihr anfangs doch zugleich als ein Wagnis erschienen, einen Franzosen in die Wohnung zu nehmen. Beim Einkauf wurde sie von der Krämersfrau gefragt, wie er der sei. Sie antwortete, bei Gott, ich lüge nicht, ganz wie unser einer. Vielleicht hatte sie gedacht, die Franzosen hätten Hörner auf dem Kopf oder 6 Beine. Dipplinger galt, man wird es schon bemerkt haben, für einen Franzosen. Denn was wusste man in Berjuchow von Bayern? Und er war doch im französischen Kriege gefangen genommen worden. Dies brachte Vorteile, aber auch Schwierigkeiten. Indessen überwogen die Vorteile. Dipplinger durfte sich innerhalb der Stadt und ihres Umkreises frei bewegen, musste sich aber täglich um die Mittagszeit auf der Hauptwache melden. Hier saß ein lahmer Kapitän, der unter Suworow gedient hatte und demzufolge für eine Autorität in allen französischen Dingen galt. Neugierige fragten ihn über Dipplinger aus, und es kam vor, dass jemand ihn bat, in dieser oder jener Sache den Dolmetscher zu machen. Zuletzt sagte er verdrießlich, es sei schwer, sich mit ihm zu verständigen. Der französische Doktor spräche eine bestimmte Mundart. Man nenne das die Langue d'Oc. In Berjuchow gab es einen Arzt, einen dem Trunke ergebenen, altersschwachen und zerfahrenen Mann. Dieser suchte Dipplinger auf, weil er meinte, sich eines Kollegen annehmen zu müssen und sich zudem langweilte, denn seine überjährigen Witzworte mochte niemand mehr anhören. Er wollte mit Dipplinger Französisch reden.
Aber darin war dieser schwach, und da er von seiner Schulzeit bei den Ingolstädter Klosterbrüdern noch einiges Latein wusste, so sagte er: Intelliges Latine. Der Doktor sah ihn erschrocken an. Scientiam habesne lingue latine? Fragte Dipplinger. Habio, habio, stotterte der Alte verlegen, und nun erklärte Dipplinger ihm, es sei doch unter Gelehrten nicht ziemlich, sich der gleichen Sprache zu bedienen, die daheim von Schreinern und Fuhrleuten geredet wurde. Sie plauderten noch ein wenig weiter und sagten sich nicht, was sie eigentlich zu sagen wünschten, sondern dasjenige, zu dessen Umschreibung ihnen zufällig ein paar Ausdrücke geläufig waren, und von dieser Eigentümlichkeit wurden auch sonst die Gespräche beherrscht, welche zwischen Dipplinger und den Leuten von Berjuchow geführt wurden. Dipplinger sah ein, dass es für ihn beinahe wichtiger war, Französisch zu lernen als Russisch. Er beschaffte sich ein paar Bücher, aber das Lernen war ihm nie leicht gefallen, und so kam er nicht sehr weit. Immer wenn er mit seinen Büchern am Fenster saß, irrten seine Blicke ab und gingen hinüber auf den riesigen leeren Marktplatz, wo sich Schweine und Kinder im Schmutz wälzten, Landwehrleute, die Habachtstellung lernen sollten, und bäuerliche Fuhrwerke sich drängten, ohne dass der Platz deswegen gefüllter erscheinen wollte. Dazu rauchte Dipplinger seine Pfeife oder knackte Sonnenblumenkerne und spuckte die Schalen auf den Fußboden, denn diese Näscherei hatte er sich bald angewöhnt. Dipplinger erhielt zahlreiche Angebote, Unterricht in der französischen Sprache, im Tanz und in den feinen Weltformen zu geben. Denn da die Leute sich gewöhnt hatten, ihn »unser Franzose« zu nennen, so waren sie überzeugt, dass er in diesen drei Dingen beschlagen sein müsse. Und man fand etwas echt Französisches in seiner Art. Er hatte Mühe, sich solcher Anträge zu erwehren. Er wurde viel eingeladen und üppig bewirtet. So hatte er kein schlechtes Leben, höchstens, dass das Bier ihm nicht recht schmackhaft erscheinen wollte, und schließlich lernte er es auch, sich zur Not verständlich zu machen. Zur Hauptwache ging er schon längst nicht mehr, denn dem alten Kapitän war es langweilig geworden, ihn täglich kommen zu sehen und sich nachher fragen lassen zu müssen, was denn der Franzose heute gesagt habe, und so wurde die Regelung getroffen, dass Dipplinger jeden Tag durch den kleinen Neffen seiner Wirtin, der hierfür 6 Kopeken in der Woche erhielt, eine schriftliche Meldung hinschickte. Mit der Zeit schien auch dies zu viel, und nun führte es sich ein, dass der Zettel mit der Meldung, ein für allemal mit des Kapitäns Unterschrift versehen, dem Jungen auf der Hauptwache gleich wieder mitgegeben wurde. Nur das Datum hatte der Schreiber des Kapitäns täglich abzuändern, und so hielt der Zettel immer so lange vor, bis Vorder- und Rückseite mit ausgestrichenen Kalenderbezeichnungen bedeckt waren, oder bis das Papier von den Fingern des Botenjungen tiefschwarz geworden war. Dann wurde ein neuer begonnen. Zuletzt blieb der Zettel einfach auf der Hauptwache liegen, und alle Monate einmal musste der Schreiber sämtliche Kalendertage auf der Rückseite vermerken und mit Stempeln versehen, und mit Ausnahme des Botenjungen, dessen Monatseinkommen damit von 24 auf 6 Kopeken gefallen war, fand jedermann das in der Ordnung. Nur am 20. jedes Monats ging Dipplinger noch zur Hauptwache, um sich seinen Gefangenensold auszahlen zu lassen. Mit diesem zu erreichen, wäre schwierig gewesen, denn Dipplinger liebte es nicht, sich einzuschränken. Aber dessen bedurfte es auch nicht, denn kaum hatte es sich herumgesprochen, der Franzose sei ein Doktor, als auch bereits ein paar Wagemutige zu ihm kamen. Was gab es in Berjuchow auch schon für Gelegenheiten, ein Unternehmungsbedürfnis zu befriedigen? Einer folgte dem anderen, und da die Polizeimeisterin an einem kalten Magen litt und der
Kreisadelsmarschall eine neue Rheumatismussalbe brauchte, so wurde nach der Venia Practicandi nicht lange gefragt. Dem alten Doktor war es ganz lieb, dass ihm etwas Arbeit abgenommen wurde, und besonders bei schlechtem Wetter. Ein paar Mal ließ er Dipplinger zu einem Konzilium bitten und hatte sich vorher einige lateinische Sätze zurechtgelegt, und so gingen die beiden wichtig, gelehrt und höflich miteinander um. Aber auf die Dauer musste er doch merken, dass die Erleichterungen, die seinem Bequemlichkeitsbedürfnis zuteil wurden, auf Kosten seiner Beliebtheit und seines ärztlichen Rufes gingen. Dipplingers Kenntnisse waren bescheiden und hatten zur Not für die Soldaten gelangt, die sich ja nicht beklagen dürfen. Er hatte Glück, denn die Einwohner von Berlichow sind ein Volk von guter Körperbeschaffenheit, das mit seinen Krankheiten schon fertig wird. Aber es gab doch Leute, die sich nicht ganz zufriedengestellt fühlten, besonders nachdem die erste französische Mode ein wenig abgeflaut war. Und dazu ging neuerdings der Alte umher, lächelte boshaft und geheimnisvoll und sagte, man solle schon sehen, was das für ein Ende nehmen werde. Hiermit spielte er auf eine Eingabe an, die er an den Gouverneur gerichtet hatte und in der es hieß, belieben Eure Hohe Exzellenz zu wohlgeneigter Kenntnis zu nehmen, dass die Grundlage seiner Heilkunst nicht die wahre und vaterländische Wissenschaft ist, sondern schon so ein Gemisch von ausländischen Faxen. Und wer weiß denn, ob er nicht von den Seinen angestiftet worden ist, die Gesundheit der russischen Menschen arglistig zu untergraben. Nun lebte im Nordostzipfel des Berdjuchowschen Kreises und von der Stadt sehr entfernt eine wohlhabende junge Gutsbesitzerin namens Vera Lwowna Bulkina. Ihr Mann hatte gleich nach der Hochzeit zur Armee abgehen müssen und war beim ersten Zusammenstoß mit dem Feinde gefallen. Sie erwartete ein Kind, und als die Zeit gekommen war, siedelte sie in ihr Berdjuchower Stadthaus über. Sie hatte wegen ihrer Trauer sehr zurückgezogen gelebt, und so war auch die Nachricht, dass es jetzt einen französischen Doktor gab, noch nicht bis an ihre Ohren gelangt. Und sie hatte vor, sich der Hilfe des alten Arztes zu bedienen. Die Geburt schien schwer und die Bulkina litt große Schmerzen. Das Kind wollte nicht erscheinen und die junge Frau meinte, kein Ende ihrer Qualen absehen zu können. Es war spät in der Nacht, dem Arzt fielen die Augen zu. »Da ist schon nichts zu machen, da ist Geduld nötig«, sagte er schließlich. »Gott mit dir, Mütterchen, ich bin ein alter Mann. Ich muss sehen, dass ich in meine Federn komme. Morgen früh soll ich über Land fahren.« Es war umsonst, dass alle die Weiber, die zum Bulkinschen Hause gehörten, ihn ums Bleiben anflehten und auch die Hebamme ihm zusetzte. Er ging. Die Kreissende war so elend, dass sie keinen Versuch machte, ihn zu halten. Die Weiber jammerten und raunten eine Sprache von dem französischen Doktor, der sei nicht so schläfrig wie der Alte, und da sie nun einmal von ihm zu reden angefangen hatte, so fuhr sie auch fort und erzählte von wunderbaren Kuren, die er gemacht haben sollte. »Pulver und Tropfen versteht er zu verschreiben, da kann man sich gar nicht auswundern«, sagte sie. Er schreibt nur hin, der Apotheker braucht bloß zu mischen und schon hat Gott Gesundheit verliehen. Die Bulkina befahl zuletzt, mit schwacher Stimme zu ihm zu schicken. Die Alte, die ihn gerühmt hatte, nahm ihr Umschlagetuch und machte sich auf den Weg. Es war eine stürmische Nacht zu Ende des Märzmonats. Der Schnee stürzte mit dumpfem Gepolter von den Dächern und das Schmelzwasser gurgelte unter ihren Füßen. Dipplinger hatte den Abend zuvor mehr getrunken als sonst. Er schlief und weigerte sich aufzuwachen, aber in seine Träume hinein wurde hartnäckig sein Name gerufen.
Endlich erwachte er verdrossen, machte Licht, während das Rufen anhielt, und ging ans Fenster. Er öffnete es mühsam. Der Sturm riss es ihm fast aus der vom Schlafe noch matten Hand. Die Alte unten auf dem Platz musste ihre Stimme gewaltig anstrengen. Der Wind nahm ihr die Worte vom Munde. »Euer Hochwohlgeboren«, schrie sie, »hochgeehrtester Herr Doktor, um Christi willen erbarmen Sie sich. Vera Lovna, belieben das Kind nicht zur Welt bringen zu können.« Es dauerte lange, bis der schlaftrunkene Dipplinger begriff, um was es sich handelte. »Was denn für ein Kind«, rief er wütend. »Holt doch die Hebamme! Ich bin kein Akkuscheur, mitten in der Nacht und bei so einem Wetter!« Die Alte klagte, schmeichelte, flehte und hatte dabei immer das Heulen des Sturmes zu überschreien. »Der Mann ist gestorben, allein sie ist wie ein Fingerchen, wie eine abgeschnittene Scheibe Brot. Willst du die ganze Familie verderben lassen? Erbarme dich, beliebe zu kommen, Gott wird es dir vergelten.« Dipplinger, der noch nie Geburtshilfe geleistet hatte, verwies auf den alten Arzt. Er empfand, im Hemde am offenen Fenster frierend, heftigsten Widerwillen gegen die Entbindung, die Frau, das Kind, das Wetter und überhaupt gegen alles, mit Ausnahme seines Bettes. Er knurrte und schimpfte, aber das Volk liebt ja die groben Ärzte und fasst gern Zutrauen zu ihnen. »Väterchen, gnädigster, du hast doch ein Gewissen, du wirst doch unsere Herrin nicht zugrunde gehen lassen. Du unser Wohltäter, du unser Ernährer, du brauchst ja nicht zu kommen. Einen Trank, ein Pulverchen, schreib ein Rezept, Gott hat dir die Gabe gegeben.« »Also gut«, brüllte Dipplinger schließlich zurück, »ein Rezept, aber in des Teufels Namen, warte!« »Ich warte, ich warte, schreib nur ein Rezept, wie es denn herrschaftlicher Wille ist.« Er schloss das Fenster, trank einen Schluck Wasser, um sich zu ermuntern, und setzte sich an den Tisch. Es wollte ihm nichts einfallen. Endlich schrieb er ein Pulver auf, dem eine allgemeine, stärkende und beruhigende Wirkung beigemessen wurde, und damit es dem Apotheker nicht auffiele, wenn er einer solchen Verordnung halber mitten in der Nacht herausgepocht wurde, so hängte er noch ein paar Zutaten an, bittere und süße, die gewiss nicht schaden konnten. Er setzte seinen Namen darunter, streute Sand und ging zum Fenster. Aber da war nun eine neue Schwierigkeit. Wie zum Teufel sollte er das Rezept in die Hände dieses verfluchten Frauenzimmers bringen? Hinunterwerfen, das ging nicht an. Der Sturm musste es packen und über die halbe Stadt davontragen. Drunten die Haustür war von innen verriegelt, und in dieser Nacht vier Treppen hinabsteigen und vier wieder hinauf, das hatte ihm gerade noch gefehlt. Gottlob, es kam ihm ein Einfall. Er drehte das Rezeptblatt zu einem Tütchen zusammen und füllte es mit dem feinen, goldgefärbten Sand, den er zum Trockenstreuen in einer hölzernen Büchse neben dem Tintenfass stehen hatte. Das Gewicht musste ausreichen, das Rezept sicher zur Erde gelangen, und für alle Fälle verschloss er das Tütchen noch mit einem Siegel. »Pass auf«, schrie er, »da kommt es!« Er warf das Päckchen in die Dunkelheit hinunter, hörte es aufkretschen und schnitt das weinerliche Dankgeschwätz der Alten ab, indem er sich Namen und Wohnung der Wöchnerin sagen ließ. »Ja, ja, meinetwegen«, rief er, »morgen komme ich vorbei und sehe zu, wie es geht. Gute Nacht und dass dich der Teufel hole.« Er schloss das Fenster, kehrte in sein Bett zurück und war gleich danach wieder eingeschlafen. Gegen Morgen kam das Kind, ein gesundes Mädchen von fast 11 Pfund, wobei allerdings bedacht sein will, dass das russische Pfund kleiner ist als das deutsche, sonst wäre es ja für Vera Lovna ein Unglück gewesen. »Ich muss ihn sehen, ich muss ihn sehen«, rief die Wöchnerin immer wieder, »bringt ihn her, ich will ihm danken.« Am Vormittag machte Dipplinger sich unlustig auf den Weg
und war nun doch in einiger Besorgnis, die Geburt möchte nicht glücklich abgegangen sein. Der nächtliche Sturm hatte sich gelegt und der Himmel war zart blau. Die Sonne schien gelblich auf den mürben Schnee und spiegelte sich funkelblank in den Pfützen, und von der Lindigkeit der Luft und dem munteren Geschmetter der Vögel kam auch in Dipplingers Gemüt einige Erleichterung und einige Zuversicht. Und siehe da, die Weiber empfingen ihn vergnügt und mit Ehrfurcht, mit viel Geschrei und mit viel Geschwätz. Sie drängten sich um ihn, und die Alte, die ihn aus dem Schlafe gerissen hatte, küßte ihm die Hände und rief allen himmlischen Segen auf ihn herab. Sie zeigten ihm das Kind, das er nicht anders fand als sämtliche Neugeborenen von Ingolstadt bis Berdjuchow, und führten ihn auf den Zehenspitzen zu der Wöchnerin. Eine schlug die Vorhänge zurück, und da lag nun die junge Frau schlafend in ihrem hübschen Mahagonibett, das mit goldenen Amoretten verziert war. Sie war noch ein wenig blass, und das schöne blauschwarze Haar, das man zu zwei dicken Zöpfen geflochten hatte, hob diese Blässe auf eine rührende Weise. Dipplinger betrachtete sie wohlgefällig und hatte nun plötzlich die Empfindung, als habe er bei dieser Geburt das Beste getan. Behutsam zog er sich wieder zurück, traf im Vorzimmer noch einige Anordnungen und empfahl zur Stärkung Portwein mit rohen Eiern. Er werde bald wiederkommen. Die Alte half ihm unter gerührten Danksagungen in den Mantel. »Das schöne goldene Pulverchen«, rief sie einmal über das andere. »Herr Doktor, belieben gleich zu wissen, dass im Golde die rechte Heilkraft ist, die wahrhaftige. Der Himmel hat das schon so eingerichtet.« »Im Golde?« fragte Dipplinger verwundert. »Wieso denn im Golde?« »Aber wie denn, euer Hochwohlgeboren? Golden war es doch, das gute Pulverchen, das sie aus dem Fenster zu werfen beliebten. Golden, wie das Gold in Gottes Kirche.« »So, so, ja, ja«, sagte Dipplinger. »Nun, und wie habt ihr es der gnädigen Frau denn gegeben?« »In Evereschen schnappst du, unser Wohltäter«, berichtete die Alte eifrig. »Wir haben gedacht, das ist kräftiger als in Wasser. Alle paar Minuten ein Gläschen, bis das ganze Pulver verbraucht war. Und da ist denn auch schon das Kind gekommen, ein Kind wie ein Wunder. Väterchen, von dem Pulver wirst du mir doch auch geben. Um die Pfingstzeit wird meine Nichte an der Reihe sein.« Vera Lovenas glückliche Entbindung blieb für Dipplinger nicht ohne Folgen. Und es war noch die geringste, dass sie seinen ärztlichen Ruf befestigte. Er kam von nun an häufig zu der Witwe, um sich vom Gedeihen des Kindes und der Mutter zu überzeugen und es nach Angängigkeit zu befördern. Und da Vera Lovnas Vetter als Beamter für besondere Aufträge dem Gouverneur zugeteilt war, so erhielt der alte Doktor auf seine Eingabe eine Antwort, die er nicht erwartet hatte, nämlich er wurde zum Heeresdienst einberufen und in der Gouvernementshauptstadt mit der Einrichtung eines Lazaretts betraut, das von einer patriotischen Dame gestiftet worden war. Das war nun eine Ehre für ihn, und eine Annehmlichkeit war es ebenfalls. Er hatte seine Ansprache und seine Trinkgesellschaft, und es kamen auch Leute vor, die seine Anekdoten und Redensarten noch nicht kannten, und viel Arbeit gab es nicht. Nur einmal wurden zwei Landwehrleute eingeliefert, die sich geprügelt hatten, und einmal ein Rekrut, der sich im Sprunggarten das Schlüsselbein gebrochen hatte. Vom Kriegsschauplatz jedoch war die Gouvernementshauptstadt so weit entfernt, dass die Verwundeten, die man hinbringen wollte, unterwegs genasen, wenn sie Glück hatten, und, wenn sie Unglück hatten, unterwegs nach Maßgabe der bestehenden Dienstvorschriften verstarben. Aber über Glück und Unglück, so hatten wir zu Anfang diese Geschichte beschlossen, wollen wir ja keine schnellfertigen Urteile fällen. Übrigens geht uns der alte Arzt nichts weiter an, und für uns ist es die Hauptsache, dass sein Vorstoß gegen Dipplinger sich im Sande verlaufen hat.
Und von nun an bekam Dipplinger es zu spüren, dass der Sand der Streubüchse in der Tat goldhaltig gewesen war. In der schönen Jahreszeit kehrte Vera Lavovna wieder auf ihr Gut zurück und jetzt schickte sie Dipplinger häufig ihren Wagen. Und wenn seine Berufsgeschäfte es irgend zuließen, fuhr er zu ihr hinaus. Für solche Fahrten hatte ihm der Kapitän auf der Hauptwache ein für allemal einen Passierschein ausstellen müssen. Die Witwe und Dipplinger freundeten sich an. Er war ja ein stattlicher und gut aussehender junger Mann und sogar von der Landwirtschaft verstand er etwas. Sie konnte ein wenig Deutsch und mit der Zeit machte er auch Fortschritte im Französischen. Kurz vor der Leipziger Schlacht ging der König von Bayern zu den Verbündeten über. Damit war Dipplinger ein Bundesfreund geworden und plötzlich kein richtiger Franzose mehr, was manche Leute in Berlichow ein wenig enttäuschend fanden. Aber bis diese Nachrichten nach Berlichow gelangten und bis daraus Folgerungen entstanden, Gefangenenfreilassungen und dergleichen, dauerte es natürlich sehr lange, und so wurde Dipplinger noch eine geraume Weile von niemandem gestört. Dann aber merkte er eines Tages, dass er Entschlüsse zu fassen hatte. Sollte er nun wirklich nach Bayern zurückkehren, nach Frankreich in einen neuen Krieg ziehen, sich in Landshut vielleicht wieder auf die Schulbank setzen und sich mit Gläubigern und väterlichen Ermahnungen herumärgern? Er fuhr zu Vera Lwowna, um sich mit ihr zu beraten. Es fing damit an, dass er ihr die Geschichte mit dem Rezept erzählte, und da fiel sie ihm lachend um den Hals. Dann aber seufzte sie, fuhr sich mit dem hübschen kleinen Spitzentüchlein über die Augen und sagte, ihre alte Kinderfrau, die sich auf Karten legen und Traumdeuten verstand, habe ihr immer prophezeit, sie werde vom Sande Unglück und Glück haben, und das Dorf, bei dem ihr Mann gefallen sei, habe Pesky geheißen. Und so viel wusste Dipplinger auch schon, dass dieser Ortsname einen sandigen Landstrich bezeichnet. Sie heirateten im Jahr 1814 und in der Folge verstand Vera Lwowna es einzurichten, dass Dipplinger Direktor eines Petersburger Krankenhauses wurde. Als die Sanduhr seines Lebens abgelaufen war, da war er Ritter des Annenordens, stand im Range eines Staatsrats und besaß zwei Güter im Tverschen Gouvernement, denn der Besitz im Kreise Berdjuchow war der Tochter zugefallen. Die deutsche St. Petersburger Zeitung widmete ihm einen umfänglichen Nachruf und nannte ihn einen verdienten Pionier des Deutschtums in Russland. Sein Urenkel, der schon kein deutsches Wort mehr sprach, fiel 1914 in bayerische Gefangenschaft, und da er als junger Freiwilliger noch keinen Rang hatte, so kam er zur Arbeit auf einen Bauernhof. Nach Kriegsende blieb er dort hängen und heiratete ein, denn was hätte er in dem veränderten Russland beginnen sollen? Er hatte einen Sohn, der schon als Bayer heranwuchs und 1941 in München Medizin studierte. Er wurde zum Heeresdienst eingezogen, und wer weiß, wie unsere Geschichte weitererzählt werden müsste, wenn wir nicht gesonnen wären, sie mit diesem Ausblick zu beschließen.